mon Richard. So, wir haben Tag 3. Gestern war einfach fantastisch gewesen. Wir haben uns mehrere so... Ich weiß auch nicht mal, ob man es als Flugplatz bezeichnen kann. Grasbahnen angeguckt, beziehungsweise sind dorthin geflogen, sind die da auch gelandet. Manche davon waren, oder die eine vor allem, war super anspruchsvoll gewesen. War mitten in so einer, zwischen so Baumreihen gewesen. Und ja, wenn man es nicht weiß, weiß man auch, konnte man auch nicht mal erahnen, dass das überhaupt an der Landebahn ist. Dann haben wir uns noch ein paar andere sehr hübsche Grasbahnen angeschaut, die alle super cool gewesen sind, teilweise an den Flüssen gelegen, also an der Rhön, um genau zu sein. Also wirklich Wahnsinnskulisse hier in den Savoyer Alpen. Und jetzt probieren wir mal, wie es ist, wenn wir den Motor ausstellen. Also, Zielandeübungen haben wir auch gemacht. Hier machen die wirklich, die machen Motor aus. Komplett aus. Zack, Zündung aus. Propeller komplett im Stillstand. Ist ein komisches Gefühl. Per se gleitet sie ganz gut, so mit 80, 90 km/h. Geht so runter, so mit 400, 500 Fuß pro Minute. Aber man kriegt das recht gut im Griff, zumal man mit der Stampe auch höher anfliegen kann, und wenn man denkt, es passt, geht man einfach in den Slip, weil Slippen tut sie einfach wunderbar, und dann trifft man schon die Bahn. Spannend. Auf jeden Fall. Jede Erfahrung, die ich hier mache, wird irgendwie immer verrückter und immer schöner, und ja, jetzt merkt man langsam auch, dass es, dass sich so eine Routine einstellt, wobei ich heute Morgen wirklich, also die erste Landung habe ich halt auch einfach versaut. Fair enough, ja. Also das habe ich zu hoch abgefangen und musste dann doch nochmal durchstarten. Ne? Dafür hat die zweite dann gesessen. Aber man sieht, wie immer, Training, Training, Training. Nichts kommt für Umme. Runde Nummer 2 heute. Jetzt gehen wir zu einem, wie Richard sagen würde, Special Airfield, ganz in der Nähe. Wahrscheinlich wird's kurz, wahrscheinlich wird's eng und wahrscheinlich wird's spannend. Mir macht das echt furchtbar viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Also genieße die Tage hier gerade sehr, 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 auch wenn ich abends immer ziemlich K.O. ins Bett falle. Ich glaube, das sieht man mir auch immer abends ein bisschen an nach den Flügen, aber fertig, aber glücklich. Tag Nummer 4 des Stampetrainings. Ja, schon wirklich viele, viele, viele Impressionen die letzten Tage gehabt. Ich habe angefangen mit Platzrundentraining, 2-Punkt-Landung, 3-Punkt-Landung. Und gestern waren dann die
bislang meine absoluten Highlights mit dabei gewesen. Ne? Also einmal der alte Port Megev, gut, den kenne ich jetzt schon mittlerweile ganz gut. Da kenne ich auch die Platzrunde, da fühle ich mich wohl. Da lande ich auch alleine mit der VL3. Das ist alles kein Problem. Aber mit der Stadt ist das schon nochmal eine andere Herausforderung. Ja, normalerweise trinke ich in Megev immer so den Kaffee. Aber Richard meinte gestern, nee, also lass uns woanders hinfliegen. Das ist ein wunderschöner Platz und da gibt es auch einen Café und das wird dir nochmal deutlich besser gefallen. Und dann sind wir im Grunde genommen leicht schräg gegenüber von Megev liegt der Platz Saint-Roch. Im Grunde genommen ist das nur eine Wiese. Ja. Absolut bemerkenswert. Da braucht man schon wirklich diese ganz dicken, fetten Reifen, die quasi diese Unebenheiten ausgleichen. Ja, aber dafür war die Landung war natürlich super, super spannend. Also krass, wie spannend das war. Weil im Grunde genommen, bevor die Bahn anfängt, ja, geht's einfach runter. Landung ist mir gut gelungen, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht. Und der Ausblick danach natürlich. Also das ist die beste Belohnung, die man haben kann. Mit einem Café und dem Ausblick auf den Mont Blanc, den höchsten Berg der Alpen. Traumhaft. Wunder, wunder, wunderschön. Also ich kann es allen nur empfehlen. Stampe fliegen ist großes Kino, macht unfassbar viel Spaß. Noch ein Wort zu den Altisurfaces oder Altiports, je nachdem. Also wenn der Flugplatz hier eine Kennung hat, ist das ein Altiport, die zum Beispiel Lima Fox Hotel Mike für Megev. Und wenn die gar keine Kennung haben, sondern quasi nur als Name auf der Karte stehen, das heißt, das wäre dann Saint-Roch, dann ist das ein Altisurface. Der Unterschied liegt darin, meistens haben die Altiports eine asphaltierte Bahn. Die sind auch mehr oder minder kontrolliert. Also es gibt schon eine Flugleitung, die sich im Zweifelsfall bei viel Verkehr, gerade im Winter auf den Altiports, weil das ja auch in den Skigebieten liegt, sind die besetzt. Ein Altisurface ist unbesetzt, niemand am Funk, jeder spricht untereinander, man spricht sich untereinander ab, was den Verkehr betrifft. Und es sind halt meistens irgendwelche kurzen Wiesen, um die 300 Meter, manchmal sogar kürzer, in sehr großer Höhe am Berghang gelegen. Was sie alle gemeinsam haben, ist tatsächlich der Anflug. Also der Anflug ist nicht wie bei uns diese klassische Platzrunde. In den Alpen schließt die Platzrunde das Überfliegen des Platzes mit ein, um den Wind herauszufinden. Hat man Rückenwind, hat man Gegenwind? Da es auf den Altiports und Altisurfaces aufgrund der Steigung nur eine Start- und eine Landerichtung gibt, ist natürlich der Wind absolut ausschlaggebend. Man schaut tatsächlich, sind irgendwelche Hindernisse auf der Bahn? Sind Tiere auf der Landebahn? Menschen, Wanderer? Ja, also kann alles vorkommen. Sobald man in den Endanflug reinfliegt, ist die Entscheidung getroffen und man landet. Komme, was wolle, es wird gelandet. Denn in den Alpen, dadurch, dass es am Ende der Bahn meistens super steil hochgeht, sowohl bei den Altiports als auch bei den Altisurfaces, hat man dort keine Chance, nochmal ein Go-Around zu machen. Ja, obwohl wir immer sagen, you can always go around, in den Altiports und Altisurfaces macht man keine Go-Rounds, man landet. Gut, Tag 4, was machen wir jetzt? Tatsächlich noch mal ein bisschen Platzrundentraining. Kann ich gut gebrauchen, sowohl 3-Punkt- als auch 2-Punkt-Landung. Das ist jetzt erstmal auf dem Plan. Und dann werden wir sehen, was sich Richard einfallen lässt. So, auf in die nächste Runde. Nachdem heute Morgen die Platzrunden echt ganz gut funktioniert haben, wiederholen wir jetzt nochmal das, was wir vor 2 Tagen gemacht haben. Wir fliegen zu ein paar Plätzen hier in der Nähe. Spannend, mal sehen, ob ich mich diesmal besser anstelle als vor 2 Tagen.